Ich möchte natürlich den Titel verteidigen, ganz klar, das ist das Ziel, das kann man auf jeden Fall nicht leugnen und ja, wir reisen auch in der Staffel an, also wir sind Weltmeister, wir sind eine tolle Zeit letztes Jahr gelaufen, wir haben ein unglaublich tolles Team, was stark zusammenhält und ja, wir haben Spaß beim Laufen und ich denke, wenn wir das wirklich auf die Bahn bringen können, wie wir es schon ein paar Mal bewiesen haben, dann laufen wir definitiv im Gold mit und wir werden versuchen, die Amerikaner in Schach zu halten. Ja, in erster Linie ist natürlich klar, das Ziel, die Goldmedaille zu gewinnen, aber ja, man trainiert natürlich auch für eine gewisse Weite und die 8,40 Meter stehen natürlich aktuell. Das waren Traumbedingungen und ja, ich hoffe natürlich auch für ähnliche Bedingungen, wie ich damals hatte bei dem Weitensprung. Aber ja, ich möchte natürlich möglichst nahe an diese Leistung rankommen und man hat also so eine grobe Orientierung auch, was bei Olympia gesprungen ist und gesprungen wurde. Und ja, dann schauen wir mal, wo es hingehen kann. Nee, ich empfinde es überhaupt nicht als Druck. Also ich sehe das wirklich als große Chance auch, da wirklich unseren Sport zu präsentieren und vielleicht auch den einen oder anderen in Brasilien ja wirklich ja, zeigen, was man mit dem Handicap noch erreichen kann. Und ich denke, auch da gibt es sicherlich viele ja, Vorbilder und tolle Athleten. Aber dass man einfach ja, vielen Menschen einfach eine Perspektive aufzeigen und sagen, so kann es gehen. Und ja, glaub an dich, trainiere weiter. Und ja, dann kannst du vielleicht irgendwann auch mal da unten im Stadion stehen und sich mit den Besten der Welt messen. Und ich denke, das ist auch so ein bisschen, ja, die Leute mitzunehmen und zu motivieren.